Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video mit uns. Hallo. Wir sind ein bisschen gefrustet, weil wir versucht haben, eben ein Smoky Eye für euch abzudrehen und der liebe Jens ist auf eine Taste gekommen, somit hat die Kamera aufgehört zu drehen. Wir haben es nicht gemerkt. Und wir haben es nicht gemerkt und einfach weitergelabert und waren wahrscheinlich bei so 30 oder 40 Minuten und es hat nur gedreht bis 24:49, deswegen müssen wir die ganze Chose jetzt nochmal machen. Ich habe jetzt schon Grundierung das drauf. Das war so schön. Wimperntusche, Concealer und ich habe das Ganze natürlich nochmal abgepudert und nochmal Foundation rübergegeben, um halt sein Ergebnis nicht zu verfälschen. Und es war wirklich recht gut geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, das ist jetzt ein bisschen schade, ist aber nicht schlimm, dann hat der Jens gleich schon ein bisschen Übung. Und wir drehen das Ganze jetzt gleich nochmal. Sind die Erwartungshaltungen natürlich riesig bei dir? Naja, also ich musste hier und da schon ein bisschen verbessern. Aber der Jens, man muss ja mal bedenken, er ist kein Profi. Ich mache das zum ersten Mal. Und naja, zum zweiten Mal. Jetzt zum zweiten Mal. Und eigentlich jetzt schon zum dritten Mal. Und von daher ja, Smoky Eye habe ich noch nicht gemacht. Wie gesagt, ich habe seine Sachen, die er auf der Wange schon drauf hatte. Also er hat den Sleek Antiqued genommen. Kann ich die Farbe auch nochmal zeigen. Und das hat er jetzt schon auf den Wangen drauf gehabt. Das habe ich jetzt noch ein bisschen verblendet im Retuschieren. Und mit dem Dr. Hauschka Puder, losen Puder abgepudert. Und ja, so schon Wimperntusche drauf, weil er sich ja da nicht so dran traut. Ich war jetzt froh, dass ich die auch so nicht runtergenommen habe, dass das nicht komplett abgeschminkt ist. Ich gucke nochmal schnell. Ja, für den Effekt ist noch genügend drauf. Reicht. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt. Ich habe jetzt die Tastatur ganz weit entfernt von ihm hingelegt. Rutsche ja, ich auf. Muss mich immer so ein bisschen rüberbeugen. Ich drücke ihm das sehen. Jetzt alles so hin, ja. Was er so gebrauchen kann, dass er da nicht mehr in die Nähe dieser Tastatur kommt. Nicht, dass wir das Ganze nochmal abdrehen müssen. So, eigentlich, ich weiß nicht, ob man die Tageslichtlampe aus... Nee, dann sieht man das nicht richtig. Deswegen mache ich das immer mit Tageslichtlampe, dass ihr das auch vernünftig seht. Ja, so sehe ich jetzt aus. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich mache den Bildschirm jetzt aus und genau. Sehe das Ergebnis erst am Ende. So, ihr hattet das euch ja gewünscht, so ein Smoky Eye von mir geschminkt. Warum, weiß ich nicht. Ich glaube, weil du das angeboten hattest. Ja, ich hatte das angeboten in einem meiner letzten Videos und viele haben dafür bewotet. Und euer Wunsch ist natürlich uns Befehl. Ja. Und ich habe ihn dazu überredet, dass er das jetzt für euch macht. Letztes Mal war das Thema ja Frühling, weil es draußen so schön war. Und jetzt ist draußen aktuell... Nicht so schön, heißt also bei uns fällt Schnee etc. Smoky Eye, ja, rauche ich, verbinde ich immer mit Feuer. Und da hatte ich gedacht, mach mal so einen Flammen-Look. Das heißt also, so wie die Flamme aufgebaut ist. Ich habe da schon mal eine Vorauswahl an Paletten getroffen, wo ich jetzt noch nicht wusste, was ich jetzt für Farben speziell verwenden werde. Das ist einmal die Kiko-Palette. Die er übrigens selber zusammengestellt hat bei unserem letzten Einkauf beim Kiko. Finde ich übrigens sehr spannend, dass er mir Töne rausgesucht hat. Ich habe gesagt, Schatz, stell mir doch mal eine Palette zusammen und die Töne sind es letztendlich geworden. Und dann die Sleek-Palette. Mit diesen tollen Tönen hier. So alles so Weltuntergangsstimmungstöne. Genau. Jawohl, da ist ja auch blau dabei. Ja. Und was haben wir hier noch? Dr. Hauschka haben wir hier. Das ist eher dann so eine Natursteinpalette. Na? Genau. Und Art Deco. Diese da. So, und ich wusste jetzt noch nicht, was ich da jetzt direkt draus verwende. Und dann haben wir hier tolle Pinselsammlung. Sieht so aus. Also eine meiner Pinselsammlung. Ja. Mal sagen, fangen wir mal locker vom Hocker an. Mit der ersten Farbe von der Flamme. Wisst ihr ja, erstmal so ganz hell ist da, aber da fange ich jetzt nicht mit an, sondern dann kommt ja so ein Blauton eher. Mhm. Na? Das heißt, die Flamme leuchtet ja eher blau am Anfang. Mhm. Und geht dann ins Gelbe so über. Und dann brauche ich jetzt einen Pinsel. Nehmen wir den hier. Na, dann nehme ich jetzt diesen hier. Präzisions-PA von Cosmetic Cosmo. Genau, weil das ja am Anfang erstmal bin ich damit so klein da so rein. Von innen her. So, und dann nehme ich jetzt einfach mal hier von Kiko, weil ich die auch so schön selber zusammengestellt habe.
nehme ich einfach mal diesen Blauton. Augen zu. Und fange einfach mal an. Und ihr wisst ja, das ist eigentlich nicht so groß. Dieser blaue Flammpunkt in der Mitte, wenn ich dir irgendwie wehtun musste, sagen. Nee, tust du mir gerade nicht. Und ich hier so mich abstütze, so ein bisschen mit meiner Hand. Stütz doch dich ab, ist doch kein Problem. Um da auch besser zielen zu können. So. Ja. Na, kannst du ja mal jetzt in die Kamera gucken, so ein bisschen. Guck mal, drück mal auf den Knopf, ob das auch noch aufnimmt. Ich gucke jetzt nicht, hab die Augen zu. Woran sehe ich das? Das ja, nimmt noch auf. Wieder aus, ist es aus? Jetzt ist es wieder aus, der Bildschirm. Gut, ja, aber ich sehe das nicht. So, dann brauchen wir einen etwas anderen Pinsel. Der ist noch nass. Kannst du auch den hier nehmen? So, ich fest. Guck mal. Ja, aber der ist schon wieder so breit. Ich will den hier. So. Ich nehme jetzt diesen hier. Und damit werde ich jetzt so einen Gelbton, weil nach Blau kommt ja Gelb. Und da nehme ich hier von Sleek diesen schönen Gelbton hier. Na? Natürlich dann auch an der Seite her. Hat auch so einen leichten Glitzereffekt, finde ich persönlich ganz schön. So. Da kann man ein bisschen kräftiger werden noch. Und so. Muss mich mal drüber beugen, muss mich mal angucken. Ich finde, dass die Zuschauer das auch sehen können, deswegen bin ja mal gespannt. Ob du jetzt ein bisschen Übung hast. Das Dumme ist, ich habe Angst, ich kriege das nie wieder so hin wie vorher. Quatsch, das ist alles Übungssache. Ich sag's dir so. Es wird jedes Mal anders ein bisschen aussehen, aber es ist Übungssache. Umso mehr man das macht, umso mehr klappt das auch. So, und nun kommen ja eigentlich guck mich mal an. Ja. Kommen ja eigentlich schon so ein bisschen die Rottöne. Da muss ich jetzt gerade mal wieder ein bisschen rumexperimentieren. Ich nehme mal hier so einen anderen Pinsel wieder. Und zwar MAC 239. Wieder ein bisschen breiter im Vergleich zu dem anderen. Ja. Was ist das für eine? MAC 239er. Der berühmteste Pinsel von MAC. Okay, warum ist der so berühmt? Weil der gut Farbe, erstmal kann man den gut aufnehmen, der nimmt gut Farbe auf, dadurch, dass das hier vorne ein bisschen flacher ist und hier hinten dicker und gibt auch wieder perfekt ans Auge ab. Und man kann das auch sehr schön in die Farbe schichten, sodass man ein optimales Ergebnis hat. Und was der auch gut macht, dadurch, dass er hier vorne so dünn ist, kann man halt super damit auch schon leicht verblenden. Man könnte den auch notfalls zum Verblenden nutzen. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich jetzt erstmal einen helleren Ton nehme. Hier wird schon fast wieder ein bisschen braun. Oder wo muss man mal hier? Das ist ja eher so. Ja, da kann ich mit anfangen. Dann nehme ich jetzt so ein bisschen von dieser Art Deco Palette. Und zwar diesen hier. Und damit werden wir jetzt da mal anfangen.
Und zwar wisst ihr ja, so Feuer ist ja so ein bisschen vom Übergang her erstmal so leicht rot und dann wird das dunkler. Also das ist so ein ganz feiner, ja, Rotton schon fast. Ich finde, man sieht ihn nicht wirklich viel. Hat dir wehgetan? War gerade ein bisschen sehr mit Druck. So, also es ist nur ein kleiner Unterschied jetzt zu sehen. Und nun nehme ich als nächstes ein kräftigeres Rot, und zwar das von der Sleek Palette. Dies ist da. Und so. Und setzen das dann da an. Um dann natürlich so ein Flammeneffekt hinzukriegen. Er brusht mich jetzt wie auf so einem Auto. So, rechnen wir. Ja. Gar nicht so verkehrt. Ja, der Pinsel ist auch ein bisschen fester, ne? Ja, warum? Man merkt das im Auftrag. Ja, ist ja klar, ist ja kein Verblender Pinsel. Wenn du smoky und ausrauchen willst, dann musst du Verblender-Lidschatten nehmen. Das ist zum Auftrag gedacht, fürs auch notfalls fürs Schichten, falls du die Farbe konzentrierter und wirklich satt auf dem Auge haben willst. So, jetzt haben wir ja erstmal Farbe drauf. Und nun, das wäre quasi die Flamme jetzt. Und nun wollen wir das, ja, Augen zu. Nimmt noch auf. Ach, kann man gut erkennen, ja, nimmt noch auf. Kann man gut erkennen? Kann man gut erkennen. Okay. So, und nun wollen wir das natürlich ein bisschen rauchig gestalten, ausgestalten quasi. Ich glaube, da nehme ich auch wieder einen anderen Pinsel. Der ist mir jetzt doch zu fest auch. Was ist das hier eigentlich für einer? Das ist auch so für... Ist auch sehr fest. Den kann man auch schön zum Verblenden nutzen. Da macht man dann diesen hier. Ja. Aber der ist auch sehr fest. Ja. Der ist eigentlich ganz schön. Wobei der hier so hart. Ja, das hängt da irgendwie auch fest. Okay, ich kann auch nicht raus. Komisch. Nimm mal doch lieber einen anderen. Lass mal deine Pinselsammlung ein bisschen wühlen. Ich habe da hier noch so einen, den kannst du auch zum Blenden nutzen. Und dann deinen Lieblingspinsel, den du das letzte Mal benutzt hast, der ist auch zum Blenden gedacht. Was du willst. Ah, ich muss jetzt mal wegen der Festigkeit gucken. Ich habe jetzt hier zwei in der Auswahl. Das ist einmal hier dieser, ich glaube, Mac ist das, ne? Ja, 270er. Und das ist, kann man kaum lesen, Tech... Realtechnics. Realtech. Das ist aus dem Augenset. Der hat keinen speziellen Namen. So. Dann nehmen wir noch den. Und dann nehme ich jetzt für eine Farbe hier wieder mal die tolle Tico-Palette und dieses schöne Schwarz hier. Oh ja. Wozu? Und wieso testest du das eigentlich immer vorher? Ich will das mal sehen, wie das vorher so wirkt. In der Farbe her. Und mal da mal so rüber. Ich wundere mich auch immer, dass du so weit nach außen gehst. Ich finde das schön. Also mache ich das für dich viel zu wenig. So, guck mal. Oh ja. Macht das einem zu wenig, dass ich so nach außen gehe? Für dich? Muss man ja nicht. Also insofern. Ja, ich finde das immer ein bisschen übertrieben jetzt für jeden Tag. Aber ich finde, das hat was. Du schminkst jetzt also deine persönliche Präferenz. Schön sehen. Das macht so ein
mal sagen, fast katzenartigen Look. Mhm. So, jetzt gehe ich natürlich gleichzeitig hier so ein bisschen rüber, um die Flanke noch ein bisschen rauchiger zu gestalten. Das fühlt sich ja an. Auch auf. So, guck mich mal an eben so. So. Und nun brauchen wir natürlich noch so einen hellen Punkt. Ihr kennt das ja von der Flamme. So ganz unten ist so ein ganz heller weißer Punkt. Den simulieren wir jetzt auch mal. Und zwar mit hier, was habe ich da? P2 Open Up Your Eyes. Mal man da so. Aua, nicht so doll. Entschuldige. Ich hatte das Gefühl, da geht gerade nichts ab. Das ist eine cremige Konsistenz, deswegen muss. Jetzt auch nicht. So. Und dann wollen wir das nochmal kurz einfach ein bisschen verpuscheln. Oh, jetzt hast du es genauso gesagt wie Michaela Konrad. Wir verblenden nicht mehr, wir verpuscheln. Weil ihr Pinsel, glaube ich, heißt ja auch Puschel. Ich finde, das ist ein bekloppter Name, ganz ehrlich. Mal wieder verblenden sagen. Verpuscheln. Ich puschel mir einen ab. So. Sehr schön. So, lassen wir das erstmal. Und jetzt machen wir die Dinge zu, dass da so reinlande. Machen wir erstmal jetzt hier, wie nennt sich das? Dip. Liquid Eyeliner. Liquid Eyeliner von Essence. Dip Dow. Dieses Essence-Schnickschnack. Das ist kein Essence-Schnickschnack. Ja, genau. Also streif das mal schön ab, genau. Für Menschen und Grobmotoriker wie dich. Ja. So. Du hast mir ja vorhin erklärt, das ist gar kein Pinsel, das ist eher so ein Schwamm, ne? Es ist eine Schaumstoff, das spürt man nicht so stark wie so ein Pinsel, was vielleicht am Auge kratzen könnte. So, magst du noch einmal abstreifen und reinstecken für das zweite Augenlid? Dann hast du, glaube ich, ein besseres Talent als ich. Weil ich schon weiß, wie viel Produkt ich brauche. Also war das jetzt ganz gut eigentlich. Ich hoffe, ich kriege das jetzt beim zweiten Auge auch so hin. So ein gerader Strich. Ich habe so eine leicht zittrige Hand. Und das ist schon echt eine Herausforderung jetzt gerade für mich. Das ist die Königsdisziplin, flüssiger Eyeliner. Und meist, wie hier auf dem zweiten, klappt das natürlich nicht ganz so toll. Du hast doch keine Angst, dass du mir irgendwann ins Auge tust. Ich merke das gar nicht auf dem Auge. Ja, mal Augen auf. Ah, nee, warte mal, erstmal trocknen lassen. Sonst hast du dasselbe Problem wie eben. Es streift sich, drückt sich dann nach oben ab. Lass mal das erstmal trocknen. Und in der Zeit das mit dem Lippenstift. Lippenstift, genau. Das ist eine gute Idee. Da haben wir jetzt hier MAC wieder den Russian Red. Ist, wie ich finde, eine richtig kräftige... Brauchst du nicht drehen, den kannst du hochziehen. Soll ich den nicht drehen? So. Sieht so aus. Erstmal, ich finde immer, die sehen Lippenstifte sowieso so, wenn die in so einem Stickform noch sind, sehen die anders aus als auf den Lippen. Ehrlich gesagt. Drückt sich das jetzt nach oben ab? Augen zu? Nee, schon kaum. Ist noch nass. Guck ich mal. Nur den einen hätte ich mal danach innen ziehen können. Noch. Kann ich doch nochmal nachmalen? Ja, kann ich dir geben. Ja, machen wir das erstmal. Weil das muss ja trocknen bis zu dem Zeitpunkt, wenn du schon ein Stück drauf trägst. Warte. So. So sieht das gleichmäßig aus. Wir sind schon Perfektionist. Man kann immer noch mal ausbessern und nachfahren. Ich finde das beim Eyeliner auch recht einfach. Ist ja auch so, dass jeder Mensch unterschiedliche Augen hat. Ne? In der Regel. So, du kannst bleiben.
So, jetzt der Lippenstift. Und ist mir da. Seht, der ist sehr kräftig. Ja, mach mal. Schon so bleiben. Ist auch Kante ordentlich, oder? Ja. Würde ich jetzt meinen. Sieht ordentlich aus. So. Nur die meine Frage, ist das hier irgendwie was unten auf dem Lied drauf? Das können wir mal gleich gucken, was war das. So, jetzt machen wir noch ein bisschen, ja, dass das ein bisschen sauberer aussieht, einfach ein bisschen was Helleres noch ringsrum. Machst du da mit einem Pinsel, der dunkel ist, in eine helle Farbe? Schlechte Idee. Ich würde da einen braunen. Ja, ist ja klar, weil natürlich die schwarze Farbe auf drumherum abdrückt. Das ist ganz logisch. Wenn du mit Schwarz in den Pinsel arbeitest und dann in eine helle Farbe gehst. Aber den hatte ich vorher noch gar nicht. Ja, aber da ist auch schon etwas. Guck mal. Aha. Das wirst du dann auch im Lied haben. Ja. Nebenbei. Und so. Gerade wenn du beim Verblenden bist, würde ich immer mit einem sauberen Pinsel arbeiten. Jetzt machen wir hier unten draußen die Konturen einfach mal mit so einem Hautton. Das ist übrigens von Dr. Hauschka dieser, die ich da jetzt nehme, also ein heller. Schon eine fette Kuhle drin. Den benutzt du scheinbar oft, ne? Ja, Verblendetöne sind bei mir regelmäßig leer. Da brauche ich immer mehrere von. Kann man wunderbar. Funktioniert wirklich, wie du schon mal meintest. Wie so ein Radiergummi, ne? Radiergummi. Für Patzer etc. Genau. Um dann nochmal so komplett ums Auge rum herum, um das wirklich wie gewollt aussehen zu lassen. Und nicht wie hingeklatscht. Geh mal ein bisschen weiter. Du genießt das gerade, ne? Es ist für mich wie so eine Entspannungsmassage. Schatz, das machst du wunderbar. So, ist natürlich ein bisschen dezenter, finde ich, als vorhin. Du kannst auch nachtragen. Du kannst auch mit einem sauberen Pinsel die Farbe nochmal so schichten, wenn dir das zu dezent ist. Naja, es hat schon was, finde ich. Okay, ist nur als Tipp, falls du es jetzt mehr haben willst. Guck mich mal nochmal an. Weil ich gerade, ob ich da noch was anderes mache, aber irgendwo hat das schon was von mir. Ne? Bleib mal so, wie du eben gerade warst. Muss man gerade noch sauer eben, dass es ein bisschen gleichmäßiger wirkt. Dann bin ich ja irgendwie doch ein bisschen perfektionistisch. Ich merk das schon, du bist wahrscheinlich absolut anders als viele, viele andere Männer. Die machen das teilweise auch, um ihre Frauen zu verunstalten, einfach ruff und so, damit sie lachen können. Aber ich finde, du machst das wirklich so, als ob du willst, dass das gut aussieht. Ja, dann muss das schon so. Ich glaube aber, vom Ergebnis her, würde ich meinen, sieht das schon so fertig aus. Nichts mehr, was du machen willst? Können wir mal mit einem breiten Puschel drüber gehen. Ja. Genau, dann nehmen wir mal hier so etwas. Nochmal eben hier so ein bisschen leicht. Nicht nochmal mit dem Schwarzton nachtragen oder sowas? Nö. Das ein bisschen verwischen noch. Damit das gleichmäßiger Übergang wird, weil so eine Flamme ist ja auch irgendwie ein bisschen gleichmäßiger. Ne? Wir könnten vielleicht noch, das fällt mir gerade so auf, vielleicht noch ein bisschen mit dem Rot ein bisschen mehr arbeiten. Im Nachgang. Nehme ich halt nochmal dieses Rot von Sleek, ne, was ich vorhin schon hatte. Ne, und mache das hier außen noch ein bisschen kräftiger. Andere Seite. Meine Flamme ist ja eigentlich auch ein bisschen kräftiger. Ja, jetzt nochmal eine kurze. Ups, die Pinsel hier. Einfach hier die Kanten etwas puscheln.
So. Guck mich mal an. Looked smoky. Lass mal so. Also ich denke, es ist fertig. So, ich zeige euch das jetzt mal mit komplett und so. Ich hoffe, es gefällt euch. Also ich finde es so okay. So, jetzt bin ich natürlich mal gespannt. Ho, 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 ho. Du gehst natürlich sehr weit raus, ne? Und die Linie auf meinen Lippen ist auch nicht ganz so. So, auf den ersten Blick. Smoky genug? Du, es ist eine Variante von Smokey. Mach mein Auge zu, damit du erstmal die Farben siehst. Warte mal, ich nehme mal mein Spiegelchen Kannst auch noch dazu. mal näher rangehen an die Kamera für die. Das mache ich gleich. Ich zoome euch das gleich nochmal ran. Aber den Eyeliner hast du schon. Ja. Eyeliner. Den hast du schon echt gut hingekriegt. Aber so mit Smokey. Ja, du hast verschiedene Farben versucht zu verwenden. Das ist interessant. Das ist schon ein guter Versuch. Und der Russian Red, der ist natürlich auch echt kussecht, ne? Also da Ich finde, der passt auch, weil das so eine kräftige Farbe ist, sehr kommt auch gut so gut dazu. wie nichts runter. Ja, also es ist seine Flammenvariante Smoky. Ich mache euch das Ganze gleich nochmal einen Moment. Ich tue ich das ein bisschen ranzoomen. So sieht das im Endeffekt aus. Gut, hier habe ich jetzt ein bisschen zu viel, glaube ich. Da hätte man noch ein bisschen mit dem Hellen ein bisschen mehr von blenden können. Also ich könnte jetzt original mit der Handtasche mich unter der Laterne stellen. Ein bisschen wie so eine alternde Nutter. Oh. Entschuldigung, Ja, aber. so ein bisschen, das ist so ein bisschen. Naja, okay. Sind das aber schön. Du hast ja viele verschiedene Farben, das finde ich gut. Und den Eyeliner hast du auch richtig gut gezogen. Na, und das hier draußen ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn du das dann noch ein bisschen schöner verblendet hättest. Sehe das gar nicht so übel aus. Genauso wie die Lippen, das ist eigentlich auch richtig gut geworden. Ja. Machen wir Augen nochmal komplett zu, gehen wir noch ein bisschen ran. Hör mal, jetzt drehen wir den Kopf so leicht nach da. Da sieht man nämlich die Farben schön. Ja, sehr gut. Ja, ist interessant. Hast du gut gemacht. Ich hoffe, euch gefällt das jetzt auch und postet eure Meinung dazu. Das wäre ja cool. Ach Ja. so, wir posten euch sowieso noch was in die Infobox und in die Kommentarbox. Nämlich, wir sind jetzt. Was hast du dir jetzt am Wochenende gekauft? Music Maker. Ach so, softwaremäßig, ja. Softwaremäßig. Und zwar, da haben wir jetzt zusammen schon gesangstechnisch und ein bisschen eher arrangiert mit Musik unser erstes eigenes Stück. Und falls euch das hier gefällt, könnt ihr ja mal draufklicken und euch das mal anhören oder so. Wir sind auch sehr kreative Menschen und wir machen auch sehr viel in musikalischer Richtung. Und ja, vielleicht gefällt euch das ja und wir posten das, wie gesagt. Und bei Interesse einfach mal vorbeischauen. Ich freue mich auf unser nächstes Video zusammen und als nächstes, was halt eben so kommt. Und ja, Was habt ihr denn noch für Ideen eigentlich für Videos? So. Videoideen. Falls ihr Videoideen habt, natürlich auch ganz gerne in die Kommentare. Ich bin immer froh, wenn es neue Videoideen gibt, weil ich habe ja jetzt den Monat schon recht viele Videos gedreht und da gehen einem irgendwann natürlich auch mal irgendwann die Ideen aus. Ja, und Achso, was ich nochmal machen wollte, meine Testprodukt-Test, ne? Also ja, das hatte ich ja mal er angekündigt. musste mal noch eine Review machen zu einem Rasierprodukt. Und Genau. ja, wir werden jetzt gucken, dass wir noch ein Outfit of the Day hinkriegen, was wir in einer Halbwinterlandschaft Mal gucken, ich glaube, ich schon wieder weggetaut. abfilmen. Und ansonsten, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Das Video ist dann doch nicht ganz so lange geworden, dadurch, dass ich vorher grundiert habe. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und ja, ich würde sagen, wir freuen uns auf das nächste Video mit euch und wir wünschen euch noch was. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, Ciao, ciao. ciao.